Moin, ihr Gamerchen, ihr kleinen Mäuse. Ups, da bin ich schon wieder reingestiefelt. Nein, das war nicht das Ziel. Willkommen zurück bei Let's Play Metroid Prime. Ich bin Olli von den Durchschnittsgamern und wir befinden uns in den Phazon Mines tief drin. Wir sind tief, tief drin. Und das hier sind Eissoldaten. Haben wir die schon gescannt? Das ist jetzt die wichtigste Frage. Nein, das ist blöd. Und die machen ganz ordentlich Schaden, wa? Ja, Eisbeam-Pirat. Potz. Potz. Na komm. Potz. Ja. Und den nehmen wir auch noch gleich mit. Komm her. Porsche. Super Porsche. Da bist du. So, auf die Schnauze. So, da oben nehme ich mal an, komme ich nicht einfach so wieder zurück. Gibt es irgendwas zu scannen? Oh ja. Baby, Baby. Das Halten von Haustieren ist bis auf weiteres untersagt. Oh, was haben sie denn als Haustier gehalten? Metroids? Kleine Sauger vielleicht? Schichtpersonal wurde ausgewechselt, nachdem wegen Phasenwahnsinns Unruhen auftraten. Tja, so ist das mit dem Phasenwahnsinn. Phazon Wahnsinn. So, jetzt gehen wir mal, weil wir da hinten ja nicht hochkommen, den anderen Weg. Ups. Bäm, nicht schießen. Haha, wusste ich es doch. Wusste ich es doch. Guck mal, hier treffen sie mich auch. Hier, ich will mal, versteck dich mal. So. Aha. Abwehranlage dieses Abschnitts ausgeschaltet. Yay. Tschüss, habe ich gesagt. Otto ab. Bam, und den und den und den und den. Das ist eine schlechte Schussfrequenz. Ist ja übel. So. Kurzzeitig waren alle vier eingefroren, mehr wollte ich nicht. So, das und das. Immer noch nicht wieder so richtig drauf, auf welchem Knopf ich die Waffe wechsle, aber gut. Oh, oh, oh. Was ist hier? Was treibt ihr hier? Oh nein. Och nein. Nicht doch die Metroids. Ich habe keinen Bock auf Metroids. Na kommt. Na, wo ist der nächste? Ach, da. War's das schon? Ist das alles, was ihr drauf habt? Mein Gott, ihr seid aber auch nicht mehr das, was ihr mal wart. Damals, zu Zeiten von Super Metroid, wo man noch die Plasma-Energie brauchte. Zuvor wachstumsfördernder Pilznährlösung im normalen Bereich. Gott sei Dank, ich habe mir schon Sorgen gemacht. Dass der Zuwachs von Pilznährlösungen nicht mehr im normalen Bereich ist. Studien zufolge nimmt die Gewaltbereitschaft zwischen Elite-Piraten und bestrahlt Metroids weiter ab. Die Phasenzufuhr bei hiesigen Pilzsorten schreitet weiter voran. Synthetische Ernährungsmethode der Metroids wird gemäß Order abgesetzt. Moment, Moment, Moment. Warnung, Kraftwerk deaktiviert, das Metroid-Einschluss. Oh, das Einschlussfeld wird geöffnet. Ich weiß nicht, ob ich das wollte. Ob das jetzt der Sinn des Ganzen war. Lesen wir erstmal hier. Sicherheitsteam sucht freiwillige Teilnehmer für Jagd von der besonderen Art. Ah. Jagdtouren der besonderen Art. Pots. Na toll. Komm. Na komm. Komm, Kleiner. Kleines Kerlchen, kleines Metroid. Bist du eigentlich schon ausgewachsen? Ich meine, du bist eigentlich wachsen Metroids, doch werden Metroids doch riesig. Aber irgendwie stand doch in dem einen, als ich den gescannt habe, stand doch da irgendwie Talun, ausgewachsener Talun Metroid und sowas. Aber eigentlich irgendwann, also gerade in
Metroid 2, Return of Samus, sieht man doch, was aus den Metroids wird, wenn sie aufwachsen. Die werden doch Gigantissimus. El Gigantis, werden sie. Spektrale Felder lokalisiert. Zunahme spektraler Felder im Talon-Gebiet. Aha. Talon-Oberwelt, ja, da möchtest du jetzt Garten des Lebens. Na sowas. Ja, das ist nämlich das Ding. Hier werden wir nicht glücklich. Der Kollege möchte, dass wir... Also hier müssen wir am Ende lang, das ist wohl richtig. Aber hier können wir nicht lang, weil wir nicht die Plattform sehen, über die wir gehen müssen. Das heißt, wir müssen jetzt zurück und einige Upgrades sammeln. Da freue ich mich schon die ganze Zeit drauf. Wieder raus aus den schuftigen, den ekligen, den dunklen. Den dunklen Phasenminen. Ja. Endlich habe ich das Wort. Raus hier. Ich freue mich so. Upsala. Nur wie komme ich. Wie komme ich hier wieder raus? Wie komme ich hier wieder raus? Irgendwie muss ich doch hier mal ein paar Plattformen bekommen, damit ich den Ausgang da hinten nutzen kann. Nun lauf doch nicht so viel, mein Gott. So. Ach, da sind ja Plattformen. Ich sehe sie ja. Ist ja herrlich. Da haben sie doch auf mich gehört. So, und hoch da. Und hier auch nochmal hoch. Und hier rüber. Und hier rüber. Und hier rüber. Und hier rüber. Da sind wir. Perfekt. Wir verlassen jetzt diesen hässlichen Dynamo. Und wir haben die Powerbomben und wir haben überhaupt alles, was wir brauchen. Das ist herrlich. Die Frage, die ich allerdings habe, ist... Ah, nee. Eigentlich müssten wir doch... Ah, ja, 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 ich weiß es genau. Und zwar... Oh. Nur sowas. Wo kommst du denn her, Kollege? Du bist ja ein witziges Kerlchen. Wo hat man dich denn ausgegraben, ne? Oh. Musst du mal lernen. Aha, siehst du, jetzt greifst du. Jetzt kannst du meine Attacken abwehren. Ich finde, Samus ist schon so unglaublich mächtig. Samus Aran. Ja, komm, greif an. Trau dich was. Trau dich was, kleines Kerlchen. Oh Gott, ich bin ein Weltraumpirat und ich bin so wahnsinnig schlecht gelaunt. Ich bin gerade aufgewacht und alle waren weg und es war gar kein Kaffee mehr da. Und jetzt muss ich... Randomly. Jetzt muss ich zufällig irgendwelche Leute angreifen, die hier gerade lang gehen. Die haben gesagt, ich muss Samus Aran umbringen, sonst kriege ich keine Klicks auf YouTube. Hier bist du doch rausgekommen, oder? Hm. Ich dachte, vielleicht gibt es hier irgendwo als kleine Belohnung sozusagen. Das ist Bezeichnung Elite-Pirat. Ich dachte, vielleicht gibt es hier irgendwo einen solchen Behälter, den ich auch kaputt kriegen kann. Und dann kommt da ein Elite-Pirat raus und den muss ich dann besiegen und dann kriege ich dafür ein Artefakt oder sowas in der Art. Hätte ja sein können. Dann gucken wir mal, was hier noch so geht. Ich freue mich so. Ich freue mich, ob ich den Rückweg antrete. Ach ja, hier ist ja viel. Der Unsinn ist hier am Laufen. Nicht ganz so, wie ich mir das vorgestellt hatte. Ah. Aber das hier ist so, wie ich mir das vorgestellt hatte. So, dann machen wir das mal. Können wir hier mal.
die Giftzufuhr ausschalten. Das wäre mir total gelegen, käme mir das. Gebläse im Einsatz absaugender Dämpfe erfolgt. Tja. Oh. Oh. So traurig. So traurig. Dass die kleinen Fettkugeln da reingeflogen sind. Bam hat's gemacht. Mehr ist von denen nicht übrig geblieben. So, her mit dem Energietank. Dann haben wir bald alle. Bald haben wir alle. Ich bin so aufgeregt. So, wo komme ich denn hier lang? Hier bestimmt. Hier sieht gut aus. Na, fast. Es läuft wie geschmiert. Noch sind wir nicht umgekommen. Ich allerdings weiß immer noch nicht genau, wo die ganzen... Ah, die ganzen Pfeifen sind. Die ganzen... Ich komme gerade nicht aufs Wort. Die ganzen Visoren und... Och, guck an. Kann ich ja doch mal hier den Kollegen nehmen. Kannst du mal von mir weggehen, bitte? Ich möchte nicht in der Ecke eingeklemmt werden. Das ist mir nicht recht. In der Ecke eingeklemmt werden, ist die größte Scheiße, die es gibt. Hasst ihr es nicht auch, wenn ihr in der Ecke eingeklemmt werdet? Wenn eure Mutter mit so einem Armeeschild kommt, mit so einem Demonstrationsschild und euch in der Ecke einklemmt, einfach in eurem Zimmer, dann hängt ihr da. Ich hasse das. Wie nennt man dieses Special, so dieses Schild, was man auch... Ich weiß es nicht, was die Polizisten bei so einem Demos immer dabei haben, um die Massen davon zu halten. Naja. Ich fand es auf jeden Fall früher als Kind immer ätzend, wenn meine Mutter damit reinkam, mich in der Ecke eingeklemmt hat und ich sie einfach nicht messern konnte. Das war einfach scheiße. Habt ihr euch auch manchmal geärgert, dass ihr eure Mutter einfach nicht messern konntet, egal was ihr gemacht habt? Ich kann es verstehen. Ich kann es verstehen. Wo kommen wir denn? Jetzt muss ich mal kurz checken. Zum Elite-Testlabor. Zugang zum Elite-Testlabor. Ich weiß ja überhaupt gar nicht, ob ich das will. Aber da gehen wir mal kurz hin. Da gehen wir mal kurz hin, habe ich gesagt. Wieso gehe ich dann in die andere Richtung? Was ist das denn schon wieder? Was ist denn das? Wie kann man so unkonzentriert sein? Das war einfach ein Scherz und ich finde nicht, dass man seine Mutter messern sollte. Was ist denn da unten? Ach, ein kleiner Fasonsee. Faison? Faison. Hm. Das bringt uns doch wieder nirgendwo hin. Bin ich jetzt doch in die... Bin ich jetzt in die falsche Richtung gegangen. Ach Gott, noch eins. Ist jetzt zum verrückt werden. Naja, egal. Da kommen wir später sowieso hin. Ich lasse das jetzt einfach mal so. Jetzt haben wir das kaputt gemacht. Jetzt lassen wir das auch so. So, jetzt gucken wir mal. Kriegen wir die ganzen Glühkugeln hier weg. So, eins. Komm her. So.